Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei einer kleinen Runde Rocket League und ja, mein Gegner ist auch da. Sehr schön. Ich spiele heute 1 gegen 1, weil 1 gegen 1, ja, keine Ahnung. Ich bin kurz davor abzuranken auf die Vorstufe vom Champion, also auf das letzte Blaue. Und ja. Wo war der Fehler im System? Ich bin halt extra hochgesprungen und habe erstmal nichts gemacht, weil ich gucken wollte, wie er reagiert. Ich habe einfach den Ball nicht hart genug getroffen. Ja, das hat er ganz gut gemacht. Ich bin beim 1 gegen 1 kurz davor abzurenken, was auf jeden Fall eine nice Sache wäre, ist. Und 1 gegen 1 macht relativ viel Spaß. Oh mein Gott. Und von daher wollen wir doch einfach mal gucken, wie das hier funktioniert, man. Oh Mann, ey, ich komme gerade überhaupt nicht ins Spiel rein. Oh wow. Ja. Ich denke, es war nicht unbedingt die beste Entscheidung, da für den Boost zu. What the fuck? Wow. Ich werd schon wieder salty. Scheiße, Mann. Mann, ist so dumm. Aber eine schöne Parade und jetzt einfach go. Och, Mann, och, bitte. Och, jetzt bin ich schon wieder genervt. Warum kommst du mir nicht entgegen? Nerviger Dude. Das war nicht unbedingt genauso geplant. Ich wollte den natürlich eigentlich hochlegen. Also höher. Aber ich habe ihn dann am Ende. Ja, war schon okay. Selbst wenn ich ihn so treffe, wie ich ihn treffen wollte, kann er den, denke ich, nicht halten. Also von daher ist schon in Ordnung. Oh Mann. 1 gegen 1 ist halt immer so eine. 1 gegen 1 in Rocket League ist halt immer eine schwierige Sache. Einfach weil. Ja, das hat er zum Glück relativ schlecht gelöst, einfach. Oh, shit, ey. Den kriege ich nicht hoch genug. Den kriege ich nicht hoch genug. Okay, ich sollte nach hinten gehen. 1 gegen 1 ist deswegen einfach, ist am schnellsten frustrierend, finde ich. Aber ist auch. Viele Leute sagen, dass 1 gegen 1 viel luckabhängig ist und so. Wow, das war so dumm von mir. Aber ich glaube, das ist es gar nicht so. Weil 1 gegen 1 dir einfach immer aufzeigt, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Ja? Und darum geht's in Rocket League eigentlich immer. Aber wenn du noch andere Leute hast, dann ist eine falsche Entscheidung von dir manchmal nicht so schlimm. Weil es ja noch andere Leute gibt, die einen Ausgleich dazu schaffen. Ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn du hier eine falsche Entscheidung triffst, ja, dann ist halt einfach vorbei, ne? Dann ist halt einfach der Braten im Ofen und dann hilft nicht mehr viel. Dann hast du halt verloren in der Regel. Ja. Und deswegen muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen, was man für Vorstöße wagt und. Ja, das ist jetzt zum Beispiel von ihm. Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt reinmache. Eigentlich schon, ja. Und das war eine falsche Entscheidung von meinem Gegner, ja. Das hatte nichts mit Luck zu tun, das hatte nichts mit irgendwas anderem zu tun. Er darf nicht in die Ecke kommen. Vor allen Dingen nicht so langsam. Vor allen Dingen nicht, wenn ich ihn dann so einfach ausspielen kann. Es ist halt niemals. Wenn du in die Ecke gehst und dann der Gegner mit Tempo so an dir vorbeikommt, dann bist du halt tot, ne? Dann ist halt vorbei. Das darfst du nicht machen. So. Ja, das war jetzt von mir wieder scheiße. Ich kriege momentan nicht so richtige. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Erddribblings hinkriege, aber. Ich krieg den Ball momentan nicht so richtig gut mitgenommen und das ist problematisch, ja. Der war ziemlich nice, geht leider nicht aufs Tor, ist halt doof. Aber der.
Schön. Schön ausgeguckt. Schön. Ich stand einfach gut. Ich habe gut antizipiert, wo der Ball hinkommen wird. Ich habe mich da gut platziert und ich denke, dass er auch keinen schnellen Vorschuss hätte hinkriegen können. Er hätte den halt irgendwie weiter zur Seite klären können, aber dann hätte ich auf jeden Fall genug Zeit gehabt, um das auch einfach zu kontern, wieder in die Defensive zu gehen. Und ja, meine Güte, wir führen 3-2. Wir sollten jetzt auf jeden Fall hier versuchen, safe zu spielen. Und das ist so der Punkt. Meistens reicht es auch im 1 gegen 1. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht noch auf niedrigeren Rängen seid, dann bleibt manchmal auch einfach im Tor stehen. Das reicht meistens, weil die Leute dann nervös werden und nicht so genau wissen, okay, scheiße, was mache ich denn jetzt, um den Typen im Tor auszuspielen? Und dann oft passieren da auch Situationen, in denen man dann auch einfach selbst wieder einen Gegenstoß initiieren kann. Ja, jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht ins Hintertreffen gelange. Deswegen nehme ich den Ball jetzt auch mal mit, hole mir den Boost. Genau. Und schön ins Eck gezogen. Schön in die Ecke, meine Damen und meine Herren. Sitzen meine Haare eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh, eins gegen eins. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber eins gegen eins ist immer sehr anstrengend und sehr nervenaufreibend. Viel mehr als alles andere. Obwohl man sich vielleicht fragt, aber du hast doch niemanden, über den du dich aufregen kannst. Ja, aber das ist halt das Problem, ne? Jeder Fehler oder jedes Tor ist im Grunde ein Ergebnis aus deinem Fehler. Und jedes Mal, wenn du ein Gegentor kriegst im 1 gegen 1, ist es einfach so eine Ohrfeige Patscher für dich und dein Können. Ja. Muah. So, da sind wir dann auch schon wieder in-game. Und ich vermute, dass ich abrenke, wenn ich dieses Spiel gewinnen sollte. Gut, der Dude geht in seine eigene Ecke mit dem Ball. Wir werden ihm nicht folgen, ganz wichtig. Aber da können wir auf jeden Fall hingehen. Jetzt wurden wir leider zerstört, aber wir haben den Ball wieder zurückgespielt und wir haben ja genug Zeit, ne? Ist ja nicht so, dass er dann ankommt und, naja. Ich glaube nicht, dass es, also, das war so eine Sache, wo man, also das war schwierig zu verteidigen, weil ich nicht wusste, in welche Ecke der Ball von ihm gespielt wird. Ich glaube aber, dass es kein Mindgame gerade von ihm war, sondern einfach erst nur am Ball vorbeigesprungen. Aber es kann auch sein, dass es geplant war. Wenn es von ihm geplant war, dann war das ein richtig gutes Mindgame. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich da auf jeden Fall die Parade noch hinbekommen habe. Die hat sich schwer angefühlt. Das ist immer... Sondern auf jeden Fall eine gute... Oh, da habe ich mich nicht getraut. Da war die Lücke offen. Oh. Oh shit. Und das ist so ein Punkt, ne? Ich bin jetzt in seine Ecke gefahren, ohne Boost. Keine gute Idee. Da war ich halt... Ich weiß nicht, ob ihr den Moment gemerkt habt, wo der mit dem Ball an mir vorbeigezogen ist. Aber da war ich halt wieder tot, ne? Oh shit, ein bisschen zu hoch angesetzt. Solche Bälle sind auch schon ziemlich riskant, weil du halt einfach... Ja, wenn du fliegst, ja? Wenn du halt vorbeifliegst oder jetzt auch, das war halt... Schon wieder riskant, weil er halt einen schnellen Gegenstoß hingekriegt hat. Oh mein Gott, ja, meine Güte. Du musst halt da sein, ne? Ich springe halt hin, weil ich vermute, dass er den Ball vorm Tor her spielt. Er spielt ihn vorm Tor her. Ich bin aber gefühlt viel zu weit weg, um da irgendwas draus zu machen. Und dann prallt er tatsächlich so ab, dass ich... schnell, 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 schnell. Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, ich darf da nicht vorbeispringen. Das war sehr schlecht gespielt. Aber ich hatte nicht viel Zeit und... Ärgerlich. Das ist halt 1 gegen 1, ne? Da freust du dich noch wegen so einer coolen Aktion und dann... Oh mein Gott! Ja, dann machst du so zwei Fehler. Okay. Kein Problem. Ich bin schon wieder... Es war schon wieder ein sehr schlechter Anstoß von mir. Viele Leute reden beim Anstoß immer von Luck oder so. Meine Anfahrt war sehr wackelig.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber war ein sehr schlechter Kickoff von mir. Ja, und dann, ich habe irgendwie den Fokus nach dem 2-0 verloren. Okay. Warum ist er nicht kaputt gegangen? What the fuck, ey? Oh, das war eine sehr schöne Parade. Sehr, sehr schön. Oh Mann, ey. Ist es halt so unnötig, dass ich jetzt hier hinten liege. Ach Mann. Mann! Ach Mann, ich hab. Das ist halt 1-1. Ja, das Tor kann man kriegen, auch wenn ich den vielleicht noch hätte besser verteidigen können, aber. Oh, es tut so weh. Es tut so weh einfach. Oh, shit. Fuck, Mann. Den habe ich nicht aufs Tor bekommen. Oh, nein. Och, Mann. Ich will nicht gegen den... Den hätte ich halt reinmachen müssen. Ich hatte alle Möglichkeiten. Das war im Grunde ein offenes Goal. Ich habe den Flug einfach nicht so hinbekommen, dass ich... den aufs Tor hätte ziehen können. Och Mann, ey. Weißt du, diese 5 Gegentore in Folge sind einfach... Davon sind 4 Stück halt einfach so unnötig und es passiert halt alles nur wegen... Ja. Einmal halt einfach den Fokus verlieren, weil dann kriegst du ein Gegentor, dann kriegst du 2 Gegentore und dann... Dann verselbstständigt sich sowas. Er hat halt einfach gerade den krassesten Moment auf seinem Leben, in seinem Leben... gehabt, also das Momentum einfach für sich. Keine Ahnung. Das kennen vielleicht Sportler oder so. Ich denke, dass es ein Phänomen ist, was auch Sportler kennen, wo einfach, keine Ahnung, wenn du einfach dieses Gefühl kriegst, diesen Flow, dass alles funktioniert, ja, man kennt das aus dem Fußball, wenn es ein mega zähes Spiel ist und auf einmal passiert ein Tor und dann auf einmal kommt das zweite und dritte direkt hinterher. Weißt du, wie ich meine? Ja, das war jetzt ein bisschen lucky. Und ich bin wieder drin im Spiel. Ja, ich bin wieder drin im Spiel. Aber das verteidigt ihr halt auch nicht gut, ne? Neben all dem ganzen Luck oder Nicht-Luck, das verteidigt ihr halt nicht gut. Darf er niemals so verteidigen. Ich denke, er hätte einfach seinen Boost holen sollen und dann ins Tor sich verabschieden. Von der Position aus, in der ich da sitze, kann er halt wirklich nicht mega viel... Och, Mann... Gefährliches machen, kann ich nicht viel Gefährliches machen. Das ist halt schlecht verteidigt. Ja, ich habe halt verschiedene Möglichkeiten. Ich probiere den da einfach so zu verteidigen und bin zu niedrig. Passiert, ne? Passiert. Das ist nicht gut. Okay, das war ein nicer Kickoff. Bitte geh rein, bitte! Oh mein Gott, ey! Wie kann ich nur... Bitte geh rein, bitte geh rein, bitte geh rein. Nein, oh Mann. Ich hatte so mein Leben. Auf Nummer sicher gehen. Nummer sicher und diese. Ich hatte Angst, ich hatte große Angst, dass ich diesen Ball vorbeihaue. Oh Mann. Ich hatte sehr große Angst, ja. Nein, nein. Oh, er macht es so schlecht. Er macht es so schlecht. Ja. Oh, es war so dumm von ihm. Er hat sich so tot gemacht. Ja, ihr seht es, er kommt halt überhaupt nicht hinterher, obwohl ich nicht... Ich war nicht sonderlich schnell. Oh mein Gott! Er darf sich da halt niemals so öffnen, keine Ahnung, niemals so hinstellen. Oh. Ich hab den Boost bekommen, ich hab den Boost bekommen, ich hab den Boost bekommen, okay. Komm schon! Oh, wenn... Hat der einen Luck, ey!
Wenn der auf die Bande auftippelt und nicht auf den Boden, dann wird das... Moment. Oh. Aber auch nicht der beste Kickoff meines Lebens. Okay, ich habe den Boost bekommen. Das war wichtig. Jetzt probiere ich ihn zu zerstören. Ich habe ihn nicht zerstört, aber ich habe ihn immerhin weggekickt. Okay, danke. Das hat mir schon ein bisschen geholfen. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war so schlecht von mir. Da habt ihr es gesehen. Die eine Bewegung in Richtung... Oh Mann, ey. Ich hab so... Oh, ich hab so schlecht gespielt. Das ist typisch 1 gegen 1, wo du einfach... Ich hätte ihn halt locker besiegen können, ja. Ich war halt einfach überlegen, ja. Nicht nur... Diese 5 Tore in Folge, ja, das sind halt 5 Tore, wovon 4 niemals passieren. Niemals. Und dann ist es halt ein easy win. Wobei sich dann natürlich das ganze Spiel anders gestalten würde, hätte ich da ein bisschen besser verteidigt und so, klar. Aber das ist, wisst ihr, das war einfach ein... Dieser Konzentrationsabfall und dieses Strugglen, diese 5 Tore, das war einfach zu lange. Ich muss es schaffen... schneller die Kontrolle wieder zu bekommen. Ja, weil so ist es halt einfach. Den hätte ich gebumst, hätte ich den. Mann, ey. Aber gut. Man muss auch verlieren können, auch wenn ich das nicht so gut kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss!